Mein Ja, Herr, Oron zum entschuldigten. Gruß. Eine Basaltfaust. Kiaras, Kiaras, Kiaras. Setzt euch, setzt Okay. euch. Kann ich euch etwas anbieten? Uron zum Gruß, mein Herr. Ich komme in wichtiger Angelegenheit zu euch. Na dann immer heraus damit. Vielleicht wisst, wie ihr vielleicht schon wisst, ist Werheim gefallen. Und ob das Mittelreich folgt, ist ungewiss. Wir müssen Brieftauben und Ähnliches nach Alan verschicken. Vielleicht einen magischen Brief. Der Fürst muss informiert werden. Ja, der Fürst muss informiert werden. Wie stellt ihr euch das vor? Ich glaube, uns stehen bessere Möglichkeiten zur Verfügung als Brieftauben oder magisches Klimbim. Wir können uns direkt mit dem, mit seiner Durchlaucht unterhalten. Wenn euch gezeichnet. Mir war nicht klar, dass euch dies möglich ist, aber wenn euch diese Möglichkeit offen steht, wird es natürlich vorzuziehen. Ach, wenn ihr wüsstet, was die kamale Verständigung so alles möglich macht. Worons Macht ist unermesslich. So wie die seiner Diener. Allerdings vermute ich, dass er wohl wenig dagegen tun kann, dass, wenn der Dämonenfürst hier tatsächlich einfallen sollte, wird er wohl aus Alantha. Ja. Es geht darum, Alantha bereit zu machen. Das Mittelreich fällt eventuell. Das Imperium muss sich bereit machen. Das Imperium muss bereit dafür sein, wenn das hier fällt, dass er vielleicht seinen Blick in unsere Heimat richtet. Ja, das Mittelreich hat damals, als wir den Krieg gegen die Novadis losgetreten haben, sich auch auf der falschen Seite angeschlossen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber schauen wir doch einfach mal. Ihr wollt den Patriarchen Amir Honak einfach nur informieren, oder wie haltet ihr es? Wir würden seine Heiligkeit gerne informieren und ihn dazu anregen, Alanthas Grenzen zu stärken, die eigenen Truppen zusammenzuziehen, eventuelle Magier abzuziehen aus Gareth, wenn nötig, was auch immer er für nötig hält, um die Heimat zu schützen. Dann werde ich ihm doch empfehlen, dass er Oderin du Metoir schickt, den Protektor. Vielleicht obliegt es seiner Möglichkeit. Und ich muss auch davon berichten, dass zwei meiner Brüder vermutlich gefallen sind. Basaltfäuste. Zwei Stück? Ja. Das ist ein harter Schlag. Zuletzt sah ich sie in der Schlacht. Sie sind vorgeritten, wie es sich gehört. Wahre alanfanische Helden. Ja, jetzt sieht er tatsächlich sehr besorgt aus. Zwei Basaltfäuste sind gefallen. Oh. Wir müssen dringend neue Brüder und Schwestern erheben. Neue Gladiatoren in die Arena schicken. Prüfen, wer fähig ist, uns beizutreten. Also gut, dann werde ich mit Amir Honak Verständigung aufnehmen. Wollt ihr warten, oder? Ja, und es ist gut, sich einfach mal hinzusetzen. Natürlich. Ja, dann wird der Bohrengeweihte in die Hände klatschen, lässt sich von ein paar Dienern Rauschkräuter bringen. Und Aurelio wird dann jetzt hier die härtesten Drogen zu sich nehmen, die so möglich sind. Viele sind auch verboten. Stehen auf dem Werheimer Index. Er sitzt weiterhin auf seinem Sessel und schießt sich jetzt vor euren Augen ab. Vielleicht sollten wir uns auch endlich waschen. Wir riechen immer noch ein Schlachtfeld. Da mögt ihr nicht Unrecht haben. Wir sollten auf jeden Fall sicher gehen, dass die Heimat geschützt ist. Wir dürfen keine wichtigen Magier hier in Gareth verlieren, wenn die Stadt eh dem Untergang geweiht ist. Wir müssen Prioritäten setzen. Dennoch, wenn wir sie hier aufhalten können und damit die komplette Heimat schützen können, ist das auch wertvoll. Richtig. Denk nur daran, am Ende geht es nicht darum, das hier zu halten, sondern dieses Monstrum zu vernichten. Ob Gareth dabei mitfällt, ist ein akzeptabler Verlust. Wir haben gesehen, was in Werheim passiert ist. Das hier wieder alles hinzubekommen, wenn das vorbei ist. Es wird eine lange Arbeit. Falls die Festung tatsächlich direkt vor Gareth fällt, glaube ich nicht, dass viel von Gareth übrig bleibt. Schaut, habt ihr dieses riesige Ding gesehen? Die ganze Stadt wird niederbrennen. Falls sie überhaupt es wäre fällt. Sinnvoll, strategische Ziele herauszusuchen, um herauszufinden, wo die Festung am wahrscheinlichsten auftaucht. Ich werde mich danach jetzt in den Chortempel begeben,
falls ihr irgendwelche wichtigen Befehle oder ähnliches für mich habt. Vielleicht hat der Patriarch ja Befehle, die weitergegeben werden müssen, werdet ihr mich da finden. Gut, ich werde euch da aufsuchen. Ach, da gibt es auch keine Geweihten mehr, oder? Befürchte nicht, aber ich hoffe, dass noch einige meiner Brüder und Schwestern im Glauben dort sind. Wir werden sie brauchen können. Ach, doch, es war schon beeindruckend, wie er sich in einen riesigen Schlinger verwandelt hat. Ja. Aber wie sie zerfetzt hat. Wie es sich gehört. Wir werden heute Abend für sie trinken. Das werden wir. Und eines Tages werde ich wieder an ihrer Seite streiten. In Kors ewiger Schlacht. Dann würde ich abtreten und mich in Richtung Gortepe bewegen. Wenn du dort endlich ankommst, während Keras sich sauber macht, wirst du einen leeren Chortempel finden. Die Tempel Aventuriens sind leer. Auch dieser. Ömer, was tust du? Ömer wollte ganz gerne seine Beute zu Geld machen. Diese Stadt ist groß genug, um alles loswerden zu können. Und hier möchte er ganz gerne seine Beute zu Geld machen. Spezielles Viertel, in das du dich wenden möchtest, möchtest du eher die Tobria und die Außenbezirke? Genau, also ist jetzt die Frage, möchtest du nicht die Tobria? Innerhalb der Stadt, nicht innerhalb der Stadt. Möchtest nicht du den Schleichweg, den er damals mal gefunden hat, den er eben bewiesen wurde und wird sich aus der Stadt rausschleichen wollen? Also du hast die Möglichkeit, möchtest du die Tobria unterstützen, die Horasia oder die Almadana? Tobria waren die im Norden, wo wir schon einige Leute mitgenommen haben, die jetzt gefallen genau, sind, ne? Genau. Aber das ist, glaube ich, scheint es in der Bevölkerung irgendwie bekannt zu sein, dass Wehrheim gefallen ist? Nein, ne? Die Bevölkerung scheint es jetzt immer noch nicht zu wissen, oder? Es wäre Panik auf den Straßen, wenn die Bevölkerung das wüsste. Also eine Tagesreise, du brauchst mit dem Pferd, beziehungsweise zu Fuß brauchst du 4 Tage. Die Schlacht war vor ein paar Stunden. Also profan ist hier noch niemand angekommen. Und die Informationen sind nur innerhalb der Magierakademie bekannt. Und naja, jetzt bei der... Es gibt keine Reichsführung mehr. Ja, Melvin weiß es, der ist natürlich ein Magier. Und wenige Geweihte wissen das. Wenige. Ja, dann wird man das bei den Tobrien veräußern. Ja, gut. Die können solche gewaltigen Summen, 140 Dukaten können sie nicht auf einmal auftreiben, aber sie versprechen dir, dass sie dir das besorgen. Also das Geld wird innerhalb so 3 oder 4 Tage, dann kriegst du die 140 Dukaten. Du kannst die Sachen auch schon... Was können die denn auftreiben in kurzer Zeit? Fangen wir mal so rum. 50 Dukaten. Also 50 Dukaten kannst du sofort veräußern und den Rest könntest du noch behalten. Die kümmern sich dann auch nicht darum, dass das Prius-Symbole drauf sind. Das wird einfach eingeschmolzen oder auch so verkauft. Die könnten das auch quasi auf dem Viehmarkt, könnten die das offen dann handeln. Die können auch noch damit werben, dass das von Raferian ist, weil, naja, wenn halt eine Stadtwache kommt und die festnehmen will, dann wird halt die Stadtwache zusammengeschlagen. Man wird nicht sagen, dass es von Raferien kommt. Da müssen sie entweder selbst drauf kommen, wenn das irgendwo draufsteht, was ich so in den Dingen. Also 50 Dukaten können sie dir sofort geben. Die interessieren sich nicht um irgendwelche Gesetze und das ist dann irgendwie, ja, so normalerweise bei einem Hehler kriegst du ja nicht alles dafür, sondern der Hehler will ja selbst ein bisschen dran verdienen, aber ja, 50. Man sagt, 50 Dukaten sind okay. Dafür will man ganz gerne ein paar höhere Leute kennenlernen und hier Kontakte knüpfen, um sozusagen, wenn man später nochmal irgendwann wieder was zu veräußern hat, hier Kontakte hinbekommt, dass man als vertrauenswürdig gilt, wenn man hier, naja, vielleicht Diebesware veräußern möchte, später mal. Wenn du ihnen Sachen im Wert von nochmal 10 Dukaten überlässt. Ja, dann nehme ich nur 40 Dukaten und sie kriegen den Rest dann sozusagen einfach für die Kontaktaufnahme, ja. Genau, okay, alles klar. Du verschenkst, also beziehungsweise du kriegst 40 Dukaten und gibst aber Sachen für 50 Dukaten. So. Nee, für 140 Dukaten. Das Zeug ist ja 140 Dukaten wert. Ja. Und damit sie mich aber nicht voll ausbezahlen müssen, sage ich, okay, gib mir 40 Dukaten und ne, hier, ich will später nochmal Diebesware hier veräußern, dann machen wir bessere Deals. Und ich will häufiger Deals vielleicht auch mit denen machen und mir dann deswegen einfach hier, sagen wir mal... Du überlässt ihnen aber alles. Oder? Ja, notfalls überlasse ich ihnen auch alles. Wenn ich merke, dass das sozusagen hier noch besser ankommt, dann überlasse ich ihnen auch alles. Sag ich, ja, dann pack das alles, nimm die ganze Diebesbeute.
Gut, dann bekommst du den Kontakt Ephirnia von Mundbach, die neue Anführerin der Tobrier, immer anzutreffen in der Wolfsklause. Das ist auch die Taverne, in der du mit Rafim unten in diesem Ring standest, der da ausgehoben. Aber da wurden wir blind hingeführt, das heißt, ich kriege auch vielleicht die Möglichkeit, da nicht blind hinzukommen. Du bist zumindest ganz normal rausgegangen. Also du bist blind hin, aber du konntest dann ganz normal verlassen, weil du vertrauenswürdig dann wohl warst. Aber du wirst auch Ephirnia dann, ich muss gerade gucken, der Token ist sichtbar, ja. Ich mache den nochmal ein bisschen größer. Dein neuer Kontakt bei den Tobriern, Ephirnia von Mundbach. Das ist deine Ansprechpartnerin. Wenn du irgendwas im, ja, in Wallgraben oder in Badeweg klären willst, dann kriegst du Schläger noch und nöcher. Ja, oder wenn ich auch nur Dinge verkaufen will, dass sie eben heißt, pass auf, das ist Diebesware, ja, aber das will ich verkaufen. Gut, dann ist die Sache schon geklärt. Und sie sehen dich auch als Zeichner des Tobrias, auch wenn du keiner bist, auch wenn du Tulamidisch bist, aber ja, man ist da familiär und wenn du möchtest, würdest du auch tätowiert werden dürfen oder ein Brandzeichen. Ja, kriegst du auch einen kleinen eigenen Stand angeboten am Viehmarkt, wenn du da irgendwie eigene Sachen verkaufen willst. Du kannst das da auch machen, dann ohne dass du da behelligt wirst. Also wenn du da, weiß ich nicht, Menschenfleisch verkaufen willst, das ist vielleicht nicht ganz so gut gesehen, aber wenn du irgendwie selbst Hehlerware verkaufen willst, meinetwegen auch von der Prioskirche, dann würdest du da Schutz bekommen, also. Nö, ist okay. Herzlich willkommen bei den Tobrian. Ich gebe mich damit zufrieden, jetzt hier dazu zu gehören. Die wissen das, ich nehme absichtlich, da sage ich auch keine Tätowierung, keine Brandmeile, denn ich möchte nicht, dass mich jemand aufgreift, der mich irgendwo zuordnen kann, genau, zu niemandem. Das wäre nämlich dann die nächste Möglichkeit, wenn du dann irgendwo in den falschen Vierteln unterwegs bist, dass du angegriffen und auch getötet wirst, nur weil du das falsche Brandzeichen auf der Brust hast oder auf den Armen. Aber herzlich willkommen bei den Tobrian. Ja, gut. Schüttel immer noch die Hand. Danke für das gute Geschäft und auch weiterhin gute Geschäfte. Dann könnt ihr euch wieder treffen in dem Haus der Witwe Prutz. Nennen wir es doch Villa Prutz, das klingt. Nein, noch nicht. Ich hätte in dem Tempel noch Blut geopfert. Ja. Vorher. Du bist, wie gesagt, alleine. Es gibt dort auch keine Söldner oder so. All diejenigen, die mal dort waren, sind aufgebrochen, um bei der Schlacht zu streiten und zu kämpfen. Es ist ein sehr verlassener Chortempel. Traurig. Ja, meine Brüder sind alle im Kampf gestorben. Das ist, die sind schon die Glücklichen. Ja, dann seid ihr wieder bei der Witwe Putz und habt natürlich auch den Schlüssel für die alte Residenz, wo Palikan auf euch wartet. Ich gehe einfach mal davon aus, Albrax wird gekümmert werden, also Grunhild, die Swaffni-Geweihte, wird dann natürlich dann auch sich darum bemühen, dass dann die Informationen weitergegeben werden. Und der Prospektor Dottore, der wird dann ebenso warten auf Abruf bei der alten Residenz. Aber wir gucken uns erstmal an, was ihr jetzt so besprechen habt. Steht frisch gekochter Tee auf dem Tisch. Ich nehme einen Keks. Ach, ein guter Haferkeks. Fühlt sich wie Jahre an, dass ich den letzten hatte. Wie habe ich sie vermisst? Ich bleib stehen. Ich habe Angst, dass ich das Sofa versaue mit meiner verschmuddelten Kleidung. Das macht mir auch nichts mehr. Setzt euch. Björn hat nicht mein Mond. Björn hat das Mobiliar schon ruiniert. Tut mir sehr leid, aber alle Schneider, die neue Bandstrahler oben machen, sind irgendwie nicht mehr im Geschäft. Warum fragt ihr nicht einfach mich? Ich bin doch Schneider. Auch mittlerweile. Kümmern wir uns zugegebener Zeitraum. Es gibt Wichtigeres. Ja. Die Kirche ist informiert. Wie lief eure Besorgung? Die Magier wissen auch Bescheid. Salafros Larin, der erste Hofmagus. Frisch auf dem Gralischkritz. Ich war im Tempel beten. Alles gut. Ich muss auch noch in meinen Tempel gehen und sehen, ob noch irgendwer übrig ist. Wir werden in weniger als einer Stunde in der alten Residenz erwartet. Zu welchem Zweck? Einsicht in die Pläne der fliegenden Festung. Umso besser. Wir sollten vielleicht, wenn es noch welche gibt, Ingerim oder Simir Geweihte dazu holen, plus diesen Prospektor, den wir mitgebracht haben. Ich bin so müde. Ich bin dieser Sache so müde. Aber wir werden das durchziehen und werden diese Festung noch zu Fall bringen. Und dann verbringen wir einen schönen Urlaub in den Dschungel Medrians. Das ist werde ich mich in Helmenbord zur Ruhe setzen und Reisbob züchten oder so.
Ja, Maraskan-Rinde. Ah, die Reisfelder dort sind wunderschön, sag ich dir. Aber vielleicht solltet ihr eure Pläne etwas zurückstellen. Noch ist Garrett nicht gefallen. Was sagt die Preiauskirche? Preiauskirche wird tun, was in ihrer Macht steht. Lauter aufzuhalten ist natürlich jetzt allein unsere höchsten Gebote. Aber auch unsere Tempel sind leer. Ich dachte, euer höchster Preiausgeweihter wäre noch hier. Oder nicht? Selbstverständlich. Und dem Bote des Lichts wird der Stadt auch nicht von der Seite weichen. Bis zum bittersten Ende. Am liebsten wäre es mir, wenn wir sowas machen könnten wie damals in Beilung. Aber bei der Vielzahl an Magiern hier, das wird nicht funktionieren. Ein Arcanum Interdictum, stadtweit. Das ist ein Magieverbot, wenn ich es richtig übersetze? Kein Magieverbot. Ein Bann. Ein von Praios selbst gewirkter Bann. Er schützt noch heute die Stadt Beilung vor jeglicher Zauberei. Und wenn ich mich nicht irre, Magistra, der Grund, warum eure Akademie hierher umziehen musste. Ganz richtig. Das könnte wirklich die Festung zu Fall bringen. Die wird bestimmt nämlich nicht durch Liebe oben gehalten, sondern durch Magie, durch dämonisches Wirken. Aber wenn der Herr Praios es für richtig behält, seine goldene Hand herabzustrecken und Galotta zu zerdrücken, so werden wohl kaum dafür planen oder es gezielt herbeiführen können. Wir sollten also tun, was wir hier tun können. Ach, einer kann im Interdiktum ist nichts, was Geweihte gemacht haben? Also erbeten haben? Nicht das in Beilung. Die ganze Stadt hat den Herrn Praios darum gebeten, sie zu schützen und er hat gehört. Im Austausch dafür, dass keinerlei Magie mehr gewirkt wurde, um diese Stadt zu schützen. Richtig. Dasselbe Angebot könnten wir doch auch machen. Wir könnten es machen, aber es sind immer noch viele Konventsteilnehmer und Magier benutzen instinktiv Magie, um sich zu verteidigen. Es ist also nicht davon auszugehen, dass sich alle daran halten würden. Ich bin mir sicher, wenn jemand eine solche Bitte ausspricht, wird es seine Heiligkeit Hilbert Preiogriff sein. Ist das der Bote des Lichts? Ist der Bote des Lichts. Hilbert Preiogriff, sagt ihr? Preiogriff. Preiogriff, entschuldigt. Guckt zunehmend konsterniert, dass immer sowas nicht weiß. Keine Sorge, immer mir sagt der Name auch nichts. Ja, aber ich finde das wichtig, solche Namen zu kennen, das sind ja hohe Persönlichkeiten. Oder vor allem wichtige Persönlichkeiten. Nicht, dass ich sie persönlich kenne und dass sie was mit mir zu tun haben wollten, aber den Namen zu wissen sollte man doch. So wie bei diesen Dämonen. Nun, das ist etwas anderes. Das ist ziemlich gefährliches Wissen, was ich zugebe, was nicht toll ist, aber was für die Aufgaben, die wir unternehmen, wichtig ist. Mit eurer Unwissenheit weiß ich nicht, ob wir da gesegnet wären. Meine Herrschaften, es ist nicht die Zeit. Also die Festung ist maximal frühestens in drei Tagen. Hier habe ich das richtig verstanden? Wir wissen es nicht. Also wir haben 3 Tage Zeit, den Schwachpunkt zu finden, herauszufinden, wie wir dort hochkommen und uns Gedanken dazu machen, wie wir ihn ausnutzen, um die Festung zu Fall zu bringen. Wie gelangen wir dort hoch? Ich sage es nicht gerne, aber wenn unser guter Freund Jelef noch so einen Trick aus dem Ärmel schütteln kann, sollte zumindest das ein leichtes sein. Nein, er war selber nie in dieser fliegenden Festung, nehme ich an. Nun? Und das macht einen Unterschied, weil... Vielleicht hat einer der Magier ja einen fliegenden Teppich dabei. Wenn niemand von euch Flügel wachsen, oder was auch immer Karinor gesagt hat... Fliegende Teppiche, das wäre toll, aber die sind unbezahlbar, habe ich mir sagen lassen. Ich habe das ein oder andere Mal welche im Kündchen herumfliegen sehen. Und glücklicherweise können wir notfalls den Reichtum der gesamten Stadt verpfänden, um einen zu besorgen. Naja, also sie werden ja meistens gar nicht für Geld verkauft, wenn ich das richtig verstehe. Da knüpfen ganze Familien, Generationen dran, habe ich mir sagen lassen. Also, dass so ein Teppich über 100 Jahre geknüpft wird, bis er fertig ist, ich glaube nicht, dass man das für Geld kaufen kann. Können die Magier einen nicht so erstarren lassen? So komisch. Dann kann man nichts mehr... Ja, und dann packen wir denjenigen auf ein Katapult und schießen ihn hoch. Und dann klatscht er gegen die Wand und fällt wieder runter. Großartige Idee. Na, da muss man ihn besser zielen, dass man oben drauf landet. Ich glaube, alle Zwerge...
Ich glaube, alle Zwerge, die einen solchen Schuss hinkriegen würden, sind nicht mehr hier. Die Festung ist doch groß. Der Schuss ist ja nicht schwierig. Wir müssen nur nach oben und dann oben drauf. Es ist ja kein... Ich will ja nicht genau irgendwo landen. Ich will nur irgendwo auf der Festung landen. Vielleicht. Ihr habt alle keine bessere Idee. Und wenn wir 10 Jahre Zeit hätten... Wieso? Wir haben doch Katapulte, wir haben doch Magier. Dann machen die dieses... Du kannst dich nicht mehr bewegen und man kann dir ja auch nicht wehtun, Ding. Und dann schießen wir uns da hoch. Das wäre nicht die lächerlichste Idee, der ich jemals zugestimmt habe. Aber nein. Dann macht einen besseren Vorschlag, wie wir auf eine fliegende Festung kommen, ohne selbst fliegen zu können. Nun, dann finden wir doch heraus, was euch so ein Teppich hernehmen lässt. Warum sollte uns irgendjemand so einen Teppich geben? Weil wir so viele Leute... Weil wir ihn uns nehmen, Rafim. Jelef ist ein Elementarbeschwörer. Er könnte einen Djinn beschwören, der eine gewisse Anzahl von Personen nach oben bringt. Der Djinn wäre kaputt, bevor er auch nur die Plattform oben erreicht hat, annähernd. Ich sag's nicht gerne, aber auch in Gareth selbst gibt es Hexen. Und diese haben ja diese Fluggeräte. Und meines Wissens nach sind diese Fluggeräte nicht an die Zauberin gebunden. Also klauen wir ein paar Hexen ihre Besen. Finde ich gut. Wie machen wir das? Ihr wollt einer Hexe einen Besen stehlen? Habt ihr einen besseren Vorschlag? Naja, wir könnten doch die Hexenschaft versuchen aufzufinden und zu bitten. Genau. Aber die erstmal finden. Vor allem, wenn sich ein Pfeil des Lichts nähert. Nehmen Sie dann rein. Ich würde mir vielleicht zutrauen, sie zu finden. Aber ich würde... Und damit schaut der Isarun an. Euch damit nicht hin, dem Isarun. Und euch damit auch nicht mit dem Herr Jalan. Und aus gutem Grund. Ich dachte, diese Hexen und die Bandstrahler stehen auf Kriegsfuß. Und aus natürlich, aber auch den Hexen ist daran gelegen, dass Gareth nicht untergeht. Die wohnen hier schließlich. Gibt es denn keine Möglichkeit, die ohne Magie auskommt? Ey, wir könnten euch einfach so auf das Katapult packen und hoffen, dass ihr vernünftig landet. Naja, sicher, könnten... ein göttliches Wunder. Nein, es würde auch noch gehen, dass wir vielleicht eine Art Kanonengeschoss, was ein Seil und einen Haken dran hat, hochschießen und dann hochklettern an dem Seil. Ihr wollt 500 Meter in die Höhe klettern an einem Seil? Was für ein Seil ist denn so lang? Also das Seil, die Länge wird ja wohl nicht das Problem sein. Das Problem wird wahrscheinlich eher sein, Abel mir das hier vollkommen recht hat, dass einem die Arme lahm werden, lange bevor man 500 Meter in die Höhe geklettert ist. Das vermute ich auch. Ein 500 Meter langes Seil wird auch so schwer sein, dass es kaum hochzuschießen ist. Bauen wir eine große Kanone? War das Ding denn 500 Meter in der Luft? Reifen finden, der uns hochkommt? Ich weiß es nicht. Wir haben wohl nicht die Zeit, ins Orkland zu reisen. Also, wenn die Magier... Also, das Orkland wollte ich schon immer mal sehen. Wenn der richtige Zeitpunkt wäre, dann wäre der jetzt, finde ich auch. Also, ja, der Süden ist schön um diese Zeit. Das Orkland würde ich auch ganz gerne mal kennenlernen. Ja. Dann flieht, wenn ihr es müsst. Wollte nur den Vorschlag machen. Ein großes, fliegendes Wesen, das uns einen Gefallen schuldet. Ein Greif, ein Drachen, irgend sowas. Apep? Wie wollen wir da Apep jetzt rufen? Keine Ahnung. Dreimal den Namen rufen und auf den Boden treten und sich einmal um den Kreis drehen? Glaub nicht, dass das funktioniert, aber... Apep? Apep? Gibt es hier vielleicht einen Vertreter von Apep? Die haben doch auch Magie. Vielleicht können die miteinander reden und kommunizieren. Was willst du von mir? Euer Hohlgeborn. Das Reich braucht eure Hilfe. Einmal mehr. Kaum die Lehre, ich weiß nicht, wo die Stimme herkommt. Sprich, vergöde meine Zeit nicht. Wenn der Festung kommt und wir als Wesen ohne Flügel sind nicht in der Lage, dort hinaufzukommen. Steht es in eurem übergroßen Sinne, uns auszuhelfen? Du spürst und hörst das Schweigen in deinem Kopf. Schau, etwas betreten in die Runde. Mag vielleicht auch eine Antwort sein, du kennst dich mit Drachen nicht aus.
Schweigen kann immer eine Antwort sein. Ich denke, er sagt nein. Was war das? Okay, das war unheimlich. Das hat wirklich geklappt. Ich hätte nie gedacht, dass ihr so ein Wissen mit euch tragt. Ich nahm es nicht für ernst. Das war ein Witz. Ich hatte auch mal etwas gehört über die Macht der Namen, aber vielleicht ist das jetzt ja auch der falsche Moment. Oder so? Können uns Geweihte vielleicht irgendwie dann oben auf die Festung bringen, wenn Apep das nicht will? Ernsthaft, wer ist Apep? Ein Kaiserdrache. Moment, ihr kennt wirklich einen Kaiserdrachen? Ich dachte, ihr wollt mich verarschen. Nein. Ich auch. So, kennen wir durften ihm einmal etwas bringen. Und dann hat er uns auch noch zu uns gesprochen. Das ist so das Erlebnis daran gewesen. Ihr habt ihm etwas gebracht? Ein Menschenopfer? Nein. Könnte ein Drache sonst von euch wollen? Wir haben ihm eine Kugel gebracht, die, glaube ich, einen Drachen töten kann. Drachentod oder so hieß das Ding, glaube ich, in einfacher Sprache. Moment, es gibt ein Artefakt, das Drachen töten kann und wir hatten das nicht bei der Schlacht? Abed meinte, das bekommt man erst, wenn man es braucht. Also, zumindest hat er irgendwie sowas gesagt. Er hat irgendwas Kryptisches gesagt, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls schien er nicht gewillt, es einfach so herauszurücken. Ratzatzorne, wahrsten Sinne des Wortes, über ganz Wehrheim gekackt. Wann sollen wir sonst brauchen? Ich würde ganz gerne auch mehr über dieses Ereignis wissen, als der Drache von der Reichsregentin und die 12 haben sie selig von Finsterfang getroffen wurde. Es war wie als wenn die Realität nicht die Realität wäre für einen kurzen Moment, wie als wenn die Zeit rückwärts läuft, gar nicht läuft, angehalten ist. Es war ein so komisches. Ich möchte ganz gerne mehr darüber erfahren. Ich möchte wissen, was das sein könnte. Das war nicht nur die Macht von Rassasor einfach. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass da mehr passiert ist, aber ich will wissen, was da passiert ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass Magie. Man bräuchte irgendeinen Experten für Dämonen. Oder Dämonenpakte oder was auch immer da am Laufen ist. Wenn er wirklich die Zeit manipulieren kann und einen Frevler Satinav vollführen kann, ist das weitaus schwerwiegender, als wir gedacht haben. Aber sagt man nicht immer, mit Satinav spielt man nicht, weil Satinav bekommt sie alle? Eigentlich schon, ja. Nur wann? Bräuchte einen Experten. Kennt niemand einen Experten? Niemand von uns wäre so dumm, sich mit Schwarzmagiern und Dämonologen einzulassen. Ja, genau. Niemand ist so dumm, etwas über die Feinde wissen zu wollen und wie man sie aufhalten kann, bis das sie dann da sind. Das sagte ich nicht immer. Das ist aber das, was die Quintessenz daraus ist. Man muss das Wissen haben, um es gegen den Feind auch anwenden zu können, nur wenn man weiß, was er tut. Wie kämpft ihr denn gegen jemanden, gegen den ihr noch nie gekämpft habt? Erstmal vielleicht vorsichtig oder mit eurem eigenen Stile, aber wenn ihr das Kämpfen lernen wollt, dann müsst ihr wissen, wie es funktioniert. Manches Wissen ist gefährlich, Ömer. Es ist hundertprozentig gefährlich. Ich stimme euch da vollkommen zu. Aber wir sind doch diejenigen, die so etwas wissen sollten, wenn wir doch diejenigen sind, die die Leute echt aufhalten. Ich würde das doch nicht jedem Bauern erzählen. Nun, nichtsdestotrotz kenne ich euch wohl alle gut genug, um zu wissen, dass ihr nicht mit Dämonologen verkehrt. Ich lehne mich mit meinem Stuhl zurück. Also ich weiß nichts von Dämonologen. Ich fürchte, ich kenne einen, der Galotta gut kennt. Bei allen 12. Das ist ja ideal. Wo finden wir den denn wohl? Seid ihr wirklich sicher, dass ihr ihn treffen wollt? Ja. Ach, Abelmir, als ob der noch hier ist. Von wem reden wir? Lebt er hier in der Stadt? Paul Bearer. Nein. Er ist sicherlich noch hier. War das nicht diese lebende Leiche? Exakt dieser Mensch. Ich dachte, wir bringen den um, wenn wir die Gelegenheit haben. War das dieser verrückte Barbaka? Es ist der, den wir von der Feuer geworfen haben. Ja, der verrückte Barbaka. Warum haben wir solche Wissen, solche Leute, die so viel Wissen haben, von der Feuer geworfen? Achso, das stimmt. Weil es sozial inopportun ist. Ja, er hat gewisse Unarten in seinem Auftreten, aber wenn ihr ihn wirklich kennenlernen wollt, kann ich euch gerne zu ihm führen. Er ist ein Frevler und ein Arschloch.
Das war mag wohl sein. Ein braver Kerl. Führt mich nicht dazu, die Stadt ist gar nicht so wichtig. Ah, ist sie doch wichtig genug, um das zu erfahren, oder ist sie doch nicht wichtig genug? Und schaut jetzt Isarun an. Das tut nichts zur Sache, da alle Schwarzmagier ohnehin schon die Stadt verlassen haben. Ich glaube, dieser will sich dieses Szenario nicht entgehen lassen. Aber was kann er schon über die Festung wissen? Oh, ich wollte ihn nicht zu der Festung befragen, wie ich es gerade gesagt habe. Sondern zu Wassersohn. Nun, wenn es Leute gibt, die Ahnung über Untot haben und nicht paktieren, dann die Leute aus... Naja. Falls ihr ihn kennenlernen wollt, trefft ihr ihn in einem Kellerraum. In der Zirkel der freien Wissenschaften. Und wenn euch das Gegenteil der Wahrheit erzählt, einfach nur um euch übers Ohr zu hauen, ihr könnt dem Mann nicht trauen. Ja, ich kann auch den Büchern nicht trauen, die ich gelesen habe, aber trotzdem irgendwas. Seid sehr vorsichtig bei ihm. Und seiner Kreatur, die er mit hat. Ein Konstrukt, ich vermute ein Schwarzmarsches. Bei Leibwächter. Hatte nicht vor, den Mann anzugreifen, ich fühle mich selber nicht kampfstark genug, um. Das hatte ich auch nicht vor. Hat er denn euch angegriffen? Nun ja, er brach mir die linke Hand. Jemand verzieht das Gesicht. Das klingt nicht schön. Das klingt sehr schmerzhaft. Ja. Das war es. Warum, Abelmir? Was habt ihr dem Mann getan? Es ist Paul Berra, er ist wahnsinnig. Er hat einen gewissen verqueren Sinn für Humor, vermute ich. Wisst ihr, wer noch einen verqueren Sinn für Humor hat? Wer? Orxes. Und mit dem lassen wir uns auch nicht an. Und aus gutem Grund. Ihr wollt Informationen, er hat sie. Entscheidet selbst. Welche Informationen exakt hofft ihr zu erhalten? Ich hasse es, mich zu wiederholen, aber ihr scheint nicht in der Lage sein zuzuhören. Für euch tue ich das, ihr scheint, und so. Dabei ist immer lass diese Spielereien. Ich hab's auch schon gesagt, es ging um die Sache mit Razazor, dieser komischen Zeitverschiebung oder Nicht-Zeitverschiebung, die da passiert ist, und dass er die scheiß Pflanze Finsterfang überlebt hat. Ich denke nicht, dass Poldera Informationen über die Lanze hat. Was Dämonen angeht, überhaupt gar keine Ahnung habt. Ihr seid total ungebildet, was es angeht. Ihr könnt irgendwelche Feuerzauber machen und Vorurteile die ganze Zeit vom Stapel lassen. Wollen wir uns einfach ruhigen. Es bringt nichts, sich aufzuregen. Nun. Ömer, ihr lehnt euch zu weit aus dem Fenster. Warum? Ich bin doch Gaugraf. Na. Ich glaube, das mit Gaugraf ist vorbei. Jetzt, wo Dapazien nicht mehr existiert. Absolut, wir sind ja auch adelig. Also, Ömer, traut ihr euch, ihm gegenüber zu stehen? Ja, natürlich traue ich mich das. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe, aber wie ich das schon mal gesagt habe, manchmal ist der Dienst an den Göttern mehr wert als das eigene Leben. Und wenn das die Prüfung ist, die die Götter mir bereitstellen, ja, dann werde ich sie aufnehmen. Vielleicht solltet ihr Raffi mitnehmen. Weil ich so gut gegen Magier bin? Nein, aber vielleicht könnt ihr... Nun ja, wenn es zum Äußersten kommt, etwas und ausrichten gegen dieses Monstrum an seiner Seite. Und seht es positiv, Raffim. Vielleicht könnt ihr endlich einen weiteren Brabaker töten. Immer was Gutes. Wenn ihr das so formuliert. Von denen kann nichts Gutes kommen. Und ich glaube auch nicht, dass er irgendeine Ahnung hat über Zeit. Dafür müsstet ihr wahrscheinlich eher einen der Echsen fragen. Wo sollen wir denn hier eine Echse auftreiben? Keine Ahnung, aber die Geschichten, die ich in meiner Kindheit gehört habe, waren es eher die Hohepriester der Echsen, die mit Zeit rumgespielt haben. Seid ihr euch da sicher? Was meine Kindheitsgeschichten sagen mir, wer auch immer mit der Zeit rumspielt, dann kommt Satinaf und macht dich tot. Ja doch, ich habe Geschichten gehört, dass sie sehr viel Unsinn angestellt haben und dadurch diese ganzen riesigen Echsen mit Hörnern und scharfen Zähnen und so aufgetaucht sind. Größer als Krokodile? Drachen, ja? Das ist dieser Schlinger, den du gesehen hattest.
die sollen die Echsen irgendwie mitgebracht haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Echsen sind auch komisch. Immer von mir aus können wir da hingehen, aber ich würde nichts von dem verstehen, was der Mann sagt. Immer zu den Schultern. Ich weiß nicht. Also ich kann mitkommen, aber wenn du meinst, ich weiß nicht, ob dir das hilft oder ob ich da im Weg bin. Wie läuft das mit solchen Leuten? Oh, das weiß ich auch nicht. Der Mann wird ja doch sehr eigen sein, wenn ich die Worte so raushöre und Will der Mann irgendwas? Können wir dem Mann irgendwas geben? Das werde ich mal versuchen, in Erfahrung zu bringen. Ich weiß nicht, ob der Mann irgendetwas will, was ich ihm geben kann oder bereit bin zu geben. Vermutlich will er eine Leiche haben. Isarun springt auf und schüttelt den Kopf. Diesen Pfad werde ich nicht gehen. Schnappt sich noch ein paar Kekse und stürmt aus dem Zimmer. Dann erhebt sich dann relativ langsam auch. Ich muss mich der Magistra anschließen. Ich werde mich euch nicht in den Weg stellen, wenn ihr da unbedingt bei mitmachen wollt. Aber ich werde euch garantiert nicht helfen. Ja, dann könnt ihr ja in der Zeit herausfinden, wie wir auf die fliegende Festung kommen. Das muss auch noch jemand rausfinden. Ja, ich sollte Isarun folgen, denke ich. Ja, findet mal irgendjemanden, der uns da hochbringt. Bei diesen ganzen Magiern soll ja wohl einer dabei sein, der irgendwas in der Richtung kann. Was weiß ich. Fliegendes, irgendwie. Sowas. Möge Sinne dafür sorgen, dass euch nur jenes Wissen offenbar wird, das ihr auch ertragen könnt. Ja, ich trete damit ab. Man nickt darauf hin. Aber wie habt ihr ihm irgendwas geschenkt? Nein, ich würde einem schwarzen Magier nie etwas schenken. Es ist wie eine Einladung. Also ihr geht dahin mit der Vorstellung, dass dieser Mann der Abschaum ist. Das heißt, ihr habt schon im Kopf, dass der Mann eine Beleidigung für euch ist, beleidigt ihn damit mit eurer Anwesenheit. Und glaubt dann, dass der Mann euch nur die Hände gebrochen hat, ist eine Unhöflichkeit. Ihr spuckt dem Mann förmlich ins Gesicht. Ich spucke ihm nicht ins Gesicht, nur weil ich ihm kein Geschenk mitbringe. Nein, aber eure Einstellung. Die Einstellung, die man zu diesen Menschen hat, ist doch sozusagen der ausschlaggebende Punkt für eine Diskussion. Eine sehr vorsichtige Einstellung. Hat er denn letztes Mal wertvolle Informationen gehabt? Ja. Ich habe sie euch, glaube ich, auch schon mitgeteilt über Galotta. Genau. Ihr erinnert euch? Ja, richtig. Aber vielleicht weiß er auch etwas über dieses Festungsding. Da werdet ihr ihn fragen müssen. Ich meine, momentan ist unsere einzige Option sterben. Ehrlich gesagt. Also es kann eigentlich nur besser werden. Oder Schlimmeres. Natürlich kann Schlimmeres passieren. Aber wenn man nichts tut, ist die beste Option besser noch zu gehen, als hier zu bleiben. Da ich aber jetzt gerade an dem Punkt, wo ich bin, nicht vorhabe zu gehen, sondern eher helfen zu wollen, tue ich das. Wir müssen zumindest die Festung aus dem Himmel holen. Das sehe ich auch so. Aber die Frage zum Geschenk. Mir fällt momentan auch nichts ein, was man ihm schenken könnte, was er nicht schon besitzt. Vielleicht Wissen. Das wäre etwas, was ihn interessieren würde. Ich glaube nicht, dass ich Wissen besitze, was dieser Mann nicht hat, wenn ihr recht habt und der Mann so ein großer Dämonolog ist. Aber ich finde, dass man Leuten den Respekt entgegenbringen kann, der ihnen gebührt. Kann man ihm vielleicht irgendein Wissen schenken, das er schon besitzt, aber sich trotzdem darüber freut? Das ist wie mit diesen ganzen Praios-Geweihten. Wenn man denen so ein Symbol schenkt, freuen die sich trotzdem, obwohl die schon 2000 Stück davon haben. Wisst ihr, was ich meine? So ein... Hier! Nehmt es! Freut euch! Und er freut sich. Nein. Warte. Nun. Wenn ihr ihm gegenübertretet, werdet ihr wissen, warum man ihm vorsichtig, sehr vorsichtig gegenübertreten sollte. Ich nehme an, der Mann ist ein kolossaler Dorn in den Augen von den meisten Menschen und wird sich vermutlich ähnlich verhalten. Von jedem Magier selbst. Er wird selbst, glaube ich, in der schwarzmarschen Gilde verachtet. Ach, das wird schon. Immer, wir machen das. Nehmt euch etwas für die Nase mit. Habt ihr etwas? Wir standen vor einer Überzieht den Zeigefinger. Das reicht. Nun, ich meinte etwas gegen den Geruch, den er verströmt. Wir standen vor 10.000 Untoten. Wie schlimm kann das jetzt noch sein? Das werdet ihr sehen.
Ja, dann los. Ihr macht mir auch keine Hoffnung, aber in mir. Ja, ich folge. Der Fall draußen vor der Tür bei Isarun, Jalan und Keras. Wenn Isarun wartet. Ja, was ist? Verehrteste und ach du Jalan. Schaut euch doch nochmal an. Ihr braucht dringend ein Bad und ein wenig Entspannung nach den Geschehnissen. Keine Ahnung, man erwartet uns. Schlafen können wir, wenn wir tot sind. Nach den Geschehnissen. Das ist nämlich der springende Punkt. Wir haben ja eine Stadt zu verteidigen. Es bringt nur nichts, wenn ihr umfallt dabei. Mir geht es gut. Mir nicht, aber wir müssen weitermachen. Außerdem wollen wir doch nicht der ganzen Stadt signalisieren, wenn wir so durch die Gegend laufen. Ich sag mal, euer ganzes Gesicht ist immer noch voller Blut. Ja, ich hab's versucht abzuwischen, aber meine Ärmel waren auch schon voller Blut. Gib mir nur ein halbes Stundenglas, damit ich euch zumindest ein wenig wieder zurecht machen kann. Beide. Wenn ihr dann wohl Ruhe gebt. Nun, darüber lässt sich noch debattieren, wenn wir fertig sind. Wir müssen ohnehin in einer Stunde etwa schon in der alten Residenz sein. Ich werde dann kurz in der Akademie vorbeischauen und mich umziehen. Ist das in Ordnung für euch? Akzeptabel. Wunderbar. In dem Fall würde ich mich nämlich zur magischen Rüstung begeben und dort schauen, was die Antimagier vielleicht noch machen können. Bei dem Tempo brecht ihr wirklich irgendwann alle beide zusammen. Ich warte noch. Das ist nicht die erste Schlacht, die ich mitmache, Kiaras. Und auch nicht die letzte, hoffentlich. Das wollen wir alle hoffen. Was habt ihr vor? Ich muss in den Tempel. Ich denke, es ist allerhöchste Zeit, dass ich mit Raya rede. Und dann werde ich mich wohl ebenfalls in einen Tempel begeben. Ich würde wohl sowieso beginnen, einen ausführlichen Bericht für die Kirchenführung zu verfassen. Schaut lieber, was ihr noch an Geweihten hier auftreiben könnt. Wir brauchen jeden. Ich sag ohne. Niemand mehr da. Das ist ja das. Irgendwelche gibt es vielleicht noch. Gerade schaut einmal vielleicht im Ingeren-Tempel vorbei, damit sich jemand die Pläne nochmal anschaut. Also gut, ich gewähre euch beiden noch ein wenig mehr Arbeit, aber spätestens wenn die Sonne untergeht, liegt ihr beide im Bett. Ihr braucht Ruhe, ihr braucht Schlaf. Es lässt sich klar denken mit vernebeltem Verstand. Gut, aber noch bin ich nicht so müde. Und ich werde die Zeit nutzen. Geht euch waschen, umziehen. Ich sehe euch später.